Ja, da hatte sie sich mit Sicherheit ein bisschen mehr ausgerechnet. Ich denke, jetzt fällt die Entscheidung in diesem Finale mit dem Ball. Oksana Skaldina. Die Weltmeisterin im Vierkampf, gestrige Siegerin im internationalen DDB-Pokal. Es gilt, die 9,775 von Larisa Lukjanenko zu übertreffen. Gestern hatte sie 9,55, weil sie gepatzt hatte, aber da war jetzt diesmal nichts zu beanstanden. Dann werden wir gleich sehen, wie die Entscheidung der Kampfrichterinnen aussieht. Die Wertung für Irina Deljano. Übrigens hat Irina Deljano unser Plätzchen deswegen verschmäht, weil sie im anschließenden Finale mit den Keulen gleich als Erste wieder ran muss und die jungen Damen lieben es ja dann auch mit einem neuen, mit einem frischen Trikot anzutreten. Sie muss sich also noch umziehen. Das war eine doppelte Taucherdrehung und das ist sehr schwierig. Zwischen den Ellenbogen dazu fangen. Der Ball ist nicht so leicht zu kontrollieren und könnte auch abprallen. Sie lacht, denn es gibt genau dieselbe Note wie für Larisa Lukjanenko. 9,7.